Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, jetzt geht's um Gärreste oder Klärschlamm ausbringen. Und zwar, wir brauchen dafür ein Gerät. Entweder kaufen, bieten. Fürs Kaufen brauche ich mir sicherlich Geld. Und zwar Kredit, in Form eines Kredites. Ich schaue mal im Menü nach, wo das funktionieren könnte. Bin mir nicht ganz sicher. Bei Geld sicherlich, ne? So, was haben wir? Wir haben ja hier unsere Kosten, Übersicht, Einnahmen 30.000, ja. Hornträger, Rinder, ich weiß gar nicht genau, wie so das unterschiedlich ist. Ich schau mal, ob wir da bei der Bank anfragen. Na, wir machen erstmal Folgendes. Wir machen erstmal Folgendes. Ach, hier kann man die Preise sehen. Und die, was wir noch im Lager haben. Das ist auch praktisch. Gut. Ich wollte immer schauen, was so ein Gerät kostet. Und zwar möchte ich gucken. Ein Gerät zum Ausbringen von Gülle, Gärreste und Klärschlamm. Das heißt, Bresel-Bedingt, die heißt hier. Klar könnte ich auch mit Feststoffdünger arbeiten, mit diesem Gerät. Das wird ziemlich schnell und fertig. Aber, ach, Stapler ist das Ding. Ne? Und zwar gibt es davon eins. Es würde kosten 100.000. Das habe ich schon ein bisschen erschrocken. Ne? Also, und brauche noch ein Gerät dazu. Ne? 50.000. Wir müssten also 150.000 nur als Kredit, aber ich brauche den ja im Prinzip auch im Frühling. Und ich weiß nicht genau, probieren geht mit studieren, ob wir da nicht theoretisch angenommen, wir kriegen jetzt keine Gülle und keine Gärreste oder keine Gärreste und kein Klärschlamm. Dann haben wir die Miete und wir haben keine. Ja, gut, das wäre halt so, ne? Aber wenn ich jetzt theoretisch kaufen würde mit Kredit, weil das gute Stück brauchen wir im Frühling so oder so. Seid mal ganz vorsichtig. Schwierige Frage, ne? Geht ja nur mit oder ohne. Wäre schön, wenn man erkennen könnte, ob man das auch ohne nehmen könnte, aber sieht nicht so aus. Da steht 15 Meter und da steht 15,50. Naja, mein guter wäre. Ich probiere mal, ob wir Kredit kriegen könnten, ne? Also 150.000 bräuchten wir. Was haben wir hier Schönes? Zu Fuß. 12. Ja, 12.517 Meter. Fahrzeug 407 mit, was muss so eine große Karte sein? Ja, gedüngte Fläche. Ja, das sind die Helfer. Wieso Helfer? Das ist ein Ding. Wüsste ich jetzt nicht. Gut, Kredit. Bank. Was für möglich? Oh. 3%, 5%. Ich brauche ja, oh, ich krieg so viel gar nicht. Haha. Krieg 29.000. Dann müssten wir monatliche Rate von 43.000. Also das geht schon mal nicht. Das geht nicht. Also wirtschaftlich können wir beides nicht machen. Wir können ausleihen, macht keine Punkte, weil das würde nichts bringen. Wir werden unseren Düngerstreuer nehmen. Also Kredit, das ist, wenn wir 50.000 Raten haben und wir haben ja im Prinzip keine Einnahmen jetzt. Und das Getreide wird ja auch keine 50.000 einbringen, also 150.000 werden wir so schnell nicht verdienen. Das heißt, wir müssen den Kalium rausnehmen. Innen mal gucken, innen.
steigen. Höchstens, dass wir einen seltsamen Kredit aufnehmen würden, wäre das jetzt nicht logisch, wenn wir jetzt das entsprechend. Aber wir können es ja nicht zurückzahlen. Ne? Wir sind ja nicht pleite, aber wir sind. Ich sag mal knapp bei Kasse, ne? Wir müssen ja sehen, dass wir im Frühling nochmal gedüngt bekommen. So, wir düngen nur im Frühling, machen mal alles leer. Und machen dann. So, gucken wir mal, wo es reingeht. Getreidelager auf jeden Fall nicht. Hof, Düngerlager links. Ach so. Ist wieder Kaliumdünger, ne? Das müssen wir ja entladen. Wir haben das Problem, Kalium haben wir jetzt ausreichend, bis auf ein paar Prozent hier, also sind wir lager. Was ich brauche ist jetzt Runde dieses 15-15 oder wir fahren zum zur Genossenschaft und kaufen da mehr Stickstoff und Phosphoranteil, weil Kalium eigentlich gut versorgt ist. Da wäre ja Blödsinn, wenn wir jetzt da jetzt was kaufen würden, was wir nicht brauchen, also nehmen, was wir nicht brauchen, ne? Wenn der Kalium zu viel ist, wird es ja uns, ja, wir schmeißen ja Geld weg, ne? Ja, da werden wir im Frühling auf jeden Fall einen kleinen Kredit brauchen, um den Drescher uns ausleihen zu können. Hoffen wir, dass wir genug Einnahmen haben. Oder, wie gesagt, den kleinen Traktor verkaufen. Das wird, glaube ich, eher günstiger, als wenn wir uns hier Geld leihen. Und, ne. Ich bin dann ja auch nicht Konkurs, aber wie gesagt, wir haben ja zwei Traktoren. Könnt ihr auf einen kleinen verzichten, theoretisch. Man kann auch mit einem großen düngen zur Not, ne? Wenn die anders gehen würde. Aber dann machen wir uns Gedanken im Frühling. Wir fahren jetzt zum Händler. Nicht wundern, dass ich Käffel einfahre. Den Weg kenne ich. Ich glaube, links könnten wir auch fahren. Dann wären wir auch über die Bundesstraße dahin kommen, aber ich wollte schon mit Klärreste fahren und so. Aber wie gesagt, das Ausleihen kostet auch einige tausend. Da können wir schon locker für Dünger kaufen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich jetzt Geld bekomme, weil ich das Zeug entsorge. In Anführungszeichen. Denn auch ein Klärwerk und eine BGH muss ihr Zeug ja, entsorgen. Denn wenn ihr Lager voll ist, sie können es ja nicht in den Fluss kippen, ne? Sonst brauchen wir nicht klären. Also reinigen im Prinzip. Ich versuche mal einen Dünger zu kriegen mit Phosphor und mit Stickstoffanteil ohne Kalium. Wo ich da haben. Es gibt ja zwar so einen Berechnungscomputer, aber so Sachen mache ich eher über den Daumen gepeilt. Lieber dünke ich im Frühling ein bisschen was nach, wenn zu wenig ist. Aber einmal alles düngen ist ja auch Blödsinn. Ist ja auch nicht logisch, ne? Weil jetzt die Pflanze ja im Prinzip näher ruht. Oder im Frühling brauchst du wieder ein bisschen, ja, einen kleinen Schub an Nährstoffen, ne? Ich habe neulich mal so ein Video gesehen,
Da wird mal erklärt, wie und warum man düngt. Und wo man die Menge rausfindet, ob man überhaupt düngen sollte. Also ist ja so, wenn ich jetzt ein Feld abernte und das Getreide jetzt verkaufe, also den Samenprinzip, dann entferne ich ja was. Und in der Wissenschaft weiß man eigentlich schon ziemlich genau, was die da so entnommen wurde. Man kann es berechnen. Also Kilogramm pro Hektar oder pro Quadratmeter, und dann kann man das hochrechnen. Pauschal, ne? Klar, eine Ecke ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Je nachdem, wie gut der Boden ist, ne? Ja, und dann kann man entsprechend sagen, okay, ich muss von vornherein die Menge wieder aufbringen, also um das auszugleichen. Wenn ich Stroh drauf lasse, dann brauche ich weniger Dünger. Ein Stroh soll meiste Kalium drin stecken. Das heißt, wenn wir das Stroh auf dem Feld lassen und häckseln, dann bräuchten wir im Grunde nie Kalium irgendwie nachgeben, also nachdüngen. Im Grunde. Was soweit logisch ist. Wäre auch praktisch für uns, wäre ja Kosten einsparen, ne? Der Verdienst ist ja allgemein nicht so rosig, also mal gucken, was man nicht unbedingt braucht, kann man sich einsparen. Das ist Folge Nummer 5. Mann, Mittwoch. Die Woche neigt sich zu Ende. Und die Woche wieder Spätschicht. Ja, heute ist Dienstag. Ich habe gestern nur 2 Folgen gemacht. Ich war auch am Ende noch müde. Und dann war ich plötzlich nachts wieder munter. Hab mir da doch ein bisschen, noch nicht gewurmt, aber irgendwie hat mir das doch das Ehrgeiz gepackt. Mensch, mach doch noch mal was fertig. Weil ich konnte den auch nicht einschlafen. So, das ist 14. N4, N1846. Mal gucken, mal kurz Kurs rein. Ich guck noch mal. Ja, Kredit. Das wäre was geworden. Das wäre ja. Der hätte mir die Bank fast das ganze Geld weggenommen. So. Das ist ja ungefähr. Wir brauchen nicht viel. Also etwa gleich. Eigentlich brauchen wir mehr Stickstoff als Phosphor. Von der Menge her. Mal gucken. Das wäre das 15 Fuß, was man hatte. Und das ist 20, 20, 10, 17. Nur Stickstoff wäre 27. 46. Dann müsste ich eigentlich zweimal fahren. Aber so viel brauche ich garantiert nicht. Kalkammonsalpeter. Geben wir alles rein. Wir haben 3 Felder, das darf man nicht vergessen, ne? Ja. Dann können wir besser sortieren. Und zwar von der Dosierung her, dass wir da bei den 200 Kilogramm behalten. Sonst hätten wir wahrscheinlich. Die müssen sowieso Nachschub holen, denke ich mal. Und dann wäre es ja blöd, wenn wir jetzt das verkehrte Verhältnis uns holen und nachher wieder was fehlt, ne? Oder zu viel haben. Das ist ja ein bisschen schwierig dann, ne? Das kann man hier sogar an den Preis sehen, das ist mir vorhin nie aufgefallen. Weil wir ein bisschen gucken müssen, aber düngen müssen wir, sonst haben wir ein Problem. Kredit wollte ich eigentlich nicht aufnehmen. Also wie gesagt, das sind ja fixe Kosten, die sofort wieder das geliehene Geld wegnehmen, ne? Das wäre ja nur eine Option, wenn wir jetzt kurzfristig sagen wir jetzt einen Drescher ausleihen müssten und die braucht das unbedingt, dann hätten wir da theoretisch da sind wir ausgeliehen und dann haben wir durch die Ernte gleich wieder abzahlen können, ne? Das wäre dann hier die
die bessere Variante, ne? Also die Variante, bevor wir uns da nicht ernten können, ne? Da kann man sicherlich einiges ausgeben. Macht Sinn, aber wenn wir jetzt im November einen Kredit aufnehmen und dann für Dezember, Januar, Februar, März 4 Raten bei 120.000, kommt doch zusammen. Dann haben wir das Geld ja gar nicht, ne? Ist das besser, wir machen das. Oh, liebe Toll, auch die Zeit läuft dahin, ne? So, tschüss, ciao, ciao. Auch ein dickes Dankeschön für fleißig reinschauen. Ja, ich mache nicht so lange Folgen. Wir haben hier nicht so viele Abwechslung. Die längeren Folgen, beziehungsweise die etwas längeren Folgen, wird eh eintönig, beim Düngen zum Beispiel. Und ansonsten muss ich schauen, dass wir das optimal hinbekommen. Dass wir da optimale Werte für YouTube bekommen. Zwecks Quote. Sehr viele Zuschauer sind schalten eh öfters früher ab. Ist okay. Und jetzt denke ich mal, werden viele gleich mal zuschauen. Ne? Ich sag mal tschüss und ciao. Und wer trotzdem macht, danke dafür. Tschüss und ciao. Ja, bis morgen. Morgen geht's weiter. Morgen immer düngen und dann immer sehen, dass wir da später nochmal Phosphor bekommen. Tschüss.